Unser Vater im Himmel, so betete Jesus uns vor. Gott Vater zu nennen, war nicht seine Erfindung. Schon im Lied des Mose heißt es: Dankst du so dem Herrn, deinem Gott, du tolles und törichtes Volk, ist er nicht dein Vater und dein Herr? Ist nicht er allein, der dich gemacht hat und bereitet hat? Hatte doch Gott dem Pharao ausrichten lassen, so spricht der Herr: Israel ist mein erstgeborener Sohn. Und Mose hatte den Israeliten gesagt: Ihr seid Kinder für den Herrn, euren Gott. Über den zum König gesalbten David singt der Psalmist: Er wird mich anrufen. Mein Vater bist du, mein Gott und der Fels meines Heils. Auch über den gesalbten Salomo sagte Gott: Ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. So lässt sich verstehen, warum Jesus als Gesalbter des Herrn, das ist ja die Übersetzung des hebräischen Messias, aus solchen Versen seine eigene Berufung schon früh erkannt haben musste. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt, sagt der Thronbesteigungspsalm, den auch die Juden messianisch verstehen. Allein dadurch leuchtet also ein, warum Jesus betete: Unser Vater im Himmel. Er war der Gesalbte. Auch warum er uns dieses Gebet lehrte, leuchtet ein, denn wir sind für den Herrn seine Kinder. Außer den Königen gibt es aber in der Bibel noch andere Gesalbte, und zwar die Priester, speziell der Hohepriester. Aaron und seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Der Messias war nun nicht nur gesalbter König, sondern auch gesalbter Priester, denn es heißt von ihm: Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Schreiber des Hebräerbriefs verbindet nun beides, wenn er sagt: So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hoher Priester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle spricht: Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser Priester, Jesus Christus, steht jetzt vor Gott, wie geschrieben steht. Daher musste er, der Sohn, in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Und deshalb fordert uns derselbe Schreiber auch auf: Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Jesus, unser König und Priester, er möchte uns zum Vater führen, weil wir Angst vor Gott hatten, ihn missverstanden und ihm falsche Motive unterstellt haben, weil wir vor einem zornigen Richtergott flohen wie Adam im Garten Eden, weil wir Gott nicht mehr an unser Herz heranließen, musste Jesus ja kommen und unser Vertrauen wieder gewinnen. Er möchte uns zurück zum Vater führen. Das war und bleibt seine Mission. Ich bin der Weg, hat er gesagt, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus ist der Weg, nicht das Ziel. So hat er sich wenigstens selbst gesehen. Deshalb wundert es nicht, wenn die Apostel betonen, dass Jesus auch beim Gebet keine Endstation ist, sondern Mittler oder Kanal. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus, in Römer 1, Vers 8 zum Beispiel. Dank sei Gott durch Jesus Christus, Kapitel 7, Vers 25. Ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit, im Kapitel 16, Vers 27. So erklärt es der Apostel Paulus im Römerbrief. Und der Apostel Petrus fügt hinzu: Damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Er hat zum Vater gebetet, manchmal sogar die ganze Nacht. Er hatte keine Angst vor ihm, Jesus. Er meisterte alle Herausforderungen, weil er so eng mit Gott verbunden war und ihn Vater nannte. Und deshalb lädt Jesus uns jetzt ein,
kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, zum Vater zu beten ist wirklich nicht schwer und stillt die Unruhe in unseren Herzen. Das erlebe ich immer wieder. Jesus nannte Gott Vater, weil er zum König und Priester gesalbt war und hat uns, so sagt die Offenbarung, zu Königen und Priestern gemacht, für seinen Gott und Vater. Offenbarung 1, Vers 6. Wie fühlt man sich so als König und Priester, der Verantwortung nicht alleine trägt, sondern mit allen zum Vater kommen kann? Gut, muss ich sagen, ich möchte dieses Lebensgefühl nicht mehr missen.